Herzen Afrikas liegen unter uralten Vulkanen endlose Ebenen. Der Kometi-Fluss ist zu dieser Zeit nur eine Kette von Tümpeln. Doch die entscheiden in den nächsten Wochen über Leben oder Tod tausender Antilopen. Dichter Galeriewald säumt die Ufer. Überall wimmelt es von Leben. Also man sagt ja, Afrika wäre die Wiege der Menschheit. Ja? Das hat etwas Ursprüngliches, etwas wie Mamas Schoß. Das hat etwas unerklärbar Faszinierendes, einfach dieses Land. Es ist weit, es hat alle möglichen Vegetationsarten, die man kennt. Und vor allem, man taucht in eine Welt ein, die eigentlich nicht deine ist. Man merkt einfach, man ist ein Teil des Ganzen. Aber wir müssen uns dann den Tieren unterordnen, der Natur. Und das ist dieses Wunderbare an diesem Land, die Symbiose zwischen Mensch und Tier. Da gibt es ganz viele verschiedene Tierarten, die einfach auf einem Feld zusammen stehen oder liegen. Und es passiert nichts. Und da gibt es einfach eine ganz klare Hierarchie. Und man kann unheimlich viel von diesen Tieren lernen. Also fürs Leben auch. Wie man sich verhält beispielsweise oder bestimmte Zeichen zu erkennen. Ja? Und man lernt da einfach mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, sage ich mal. Ja? Und das ist eine Erfahrung, die ich eigentlich jedem Menschen wünsche. Und vielleicht trägt der Film dazu bei, dass einige Leute dann einfach sich das Land mal anschauen und dieses Abenteuer für sich mal erleben können. Dieses zweifarbige Tarnnetz ist aber ganz nett. Schau mal, wie weit wir damit kommen. Da oben, das wird ja so ein bisschen runter. Da oben fangen wir ihn ab, wo wir können. Ja genau, das würde gerade so reichen, ne? Ja. Okay. Ja, hier haben wir unsere ganz brandneue HD Highspeed Videokamera, mit der wir hoffentlich ja ganz neue Möglichkeiten haben. Nicht? Früher mit der normalen Filmtechnik hat man bis zu 150 Bilder pro Sekunde drehen können. Mit dieser Technik haben wir jetzt Möglichkeiten, bis zu 2000 Bilder innerhalb einer einzigen Sekunde aufzunehmen. Da hoffen wir, dass wir jetzt Bewegungsabläufe im Tierverhalten zeigen können, wie sie bisher noch nie zuvor möglich war. Ground-Level haben oder Wasserlevel. Jetzt glaube ich, lohnt es schon mal drauf zu gucken. Ja, das ist gut so.
Das wollten wir haben. Sogar ohne Spritze. Im Kino.